Kann man in der Berufsbildung einen Meinungsmacher erfolgreich für die Rekrutierung des Nachwuchs einsetzen? Mein Gast ist der Christian Brugli. Er ist Leiter Marketing und Kommunikation bei Swisstec. Und ich bin der Marc Purcet von justi.ch und das ist eine neue Folge von Inside Berufsbildung. Hoi Christian, schön bist du da. Hoi Marc. Ja, mich nimmt Wunder, ob man in der Berufsbildung einen Meinungsmacher, heutzutage auch unter dem Begriff Influencer bekannt, ob man so jemanden kann erfolgreich für die Nachwuchsrekrutierung nutzen kann. Und darum werden wir zuerst einmal generell ein bisschen die Rolle der Influencer im Leben der Jugendlichen beleuchten. Dann werden wir konkret das Markenbotschafterprogramm von Swisstec, von deinem Arbeitgeber, anschauen zusammen. Und nachher nimmt es mich natürlich auch ein bisschen Wunder, was sind deine Learnings in dem ganzen Prozess? Und vor allem auch, was würdest du einem Lehrbetrieb, gerade auch einem Mitglied von euch, empfehlen, was man in diesem Bereich machen kann? Aber zuerst nimmt es mich natürlich Wunder auch ein paar Fakten zu deiner Person. Christian, was machst du genau in deinem Alltag? Ja, ich bin bei Swisstec für Marketing und Kommunikation zuständig. Zusammen mit meinem Team kümmern wir uns eigentlich um strategisch-konzeptionelle Arbeiten, aber sind auch stark operativ tätig. Und wie würdest du zusammenfassen, was ist eigentlich das Ziel von deiner täglichen Arbeit, jetzt auf Berufsbildung bezogen? Auf Berufsbildung bezogen ist sicher eine grosse Herausforderung, die wir haben, ist das Thema Nachwuchs. Genügend gute und genügend viel von der Menge her Nachwuchs rekrutieren zu können für unsere Branche. Und das ist so eine Hauptaufgabe, die wir uns haben, setzen. Das ist das Thema Image und Nachwuchsmarketing. Und welchen Bezug hast du selber zu den Jugendlichen oder zu der Berufsbildung, also vielleicht auch privat? Ja, ich bin Vater von zwei Buben, die sind 11 und 9. Also sprich, da geht es so langsam richtig das Jugendlichwerden, ein bisschen vorpubertär zum Teil, geht schon zu und her. Der Größere ist jetzt in der 5. Klasse und muss jetzt das erste Mal einen Zukunftstag gehen und sich da schon mit der Berufswahl im weitesten Sinn auseinandersetzen. Also so bin ich auch privat konfrontiert und nicht nur geschäftlich. Okay, sehr gut. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ja, generell zuerst denke ich, schauen wir ein bisschen die ganze Influencer-Thematik an miteinander. Unter Influencer, so per Definition, was ist überhaupt ein Influencer eigentlich? Ja, ich glaube, das meinen zwar alle zu wissen, aber so genau, ich bin sicher, wenn du 10 Leute fragst, du kommst 10 verschiedene Antworten über. Gängig ist, wenn man schaut, was sagen die Fachleute. Man liest vielfach ja, ein Influencer, das ist jemand, der auf Social Media tätig ist, viele Fans, Follower hat und dann für Produkte, Dienstleistungen oder Unternehmen Werbung machen tut. Also so im Social Media, Online-Marketing-Bereich ist das ein gängiger Begriff. Aber ich würde es auch noch ein bisschen weiter fassen und sagen, Influencer, das heisst ja Beeinflusser, das können auch noch mehr und es kann noch viel weiter sein. Also es muss nicht zwingend jemand sein, der wirklich im Fernsehen ist schlussendlich, oder? Nein, ganz und gar nicht. Also wenn man gerade jetzt auch an die Jugendlichen denkt, von wem werden die beeinflusst? Klar werden sie beeinflusst von irgendwelchen Promis, die auf Social Media oder im Fernsehen sind. Aber das ist teilweise auch ein bisschen weniger spektakulär. Das direkte Umfeld, Lehrpersonen, Eltern, Freundeskreis. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Wo siehst du so ein bisschen digital die meisten Beeinflusser oder Beeinflusser genau auf die Jugendlichen? Jetzt deine Kinder vielleicht noch ein bisschen jünger, aber eben wenn man dann vielleicht auch in der Sek ist und eben Pubertät und alles, wo siehst du digital so die meisten Beeinflusser? Ja, es ist ein Fakt, dass wir alle immer mehr Zeit online verbringen und in den sozialen Medien. Kinder oder insbesondere die Jugendlichen natürlich sehr stark. Also dort ist klar, auf diesen Kanälen, dort verbringen sie einen Haufen Zeit. Welche Kanäle das ist natürlich auch immer wieder ein bisschen, das wandelt sich. Das ist je nachdem, vor 3 Jahren hat man noch
von Facebook noch geredet und Instagram ist gross im Kurs gewesen. Mittlerweile ist TikTok, redet alle von TikTok. Also ich glaube, dass da muss man auch ein bisschen aufpassen und sagen, was ist momentan gerade in. Das kann bleiben, aber das kann sich dann auch schnell wieder, die Trends, die können sich auch schnell wieder ein bisschen verändern. Ja, also muss man sicher auch immer, denke ich, beobachten, auch als Firma oder eben auch als Verband. Generell, hast du das Gefühl, der Begriff Influencer ist oftmals ein bisschen negativ behaftet? Auch vielleicht, gerade ich sage jetzt bei älteren Personen, die nicht mit dem Handy aufgewachsen sind. Ja, ich glaube schon. Man hat ja so gängig das Vorurteil oder das Klischee, wo man hat, wo man sagt, ja, das ist jemand, der eigentlich gar nicht richtig arbeiten tut, gar nicht wirklich etwas gemacht hat. Der oder die Person, die tut einfach ein paar schöne Fotos posten und verdient ein grosses Geld damit. So ein Leben möchte ich auch haben. Also insofern, ja, glaube ich, dass vielleicht gerade bei einer älteren Generation, dass da eine gewisse Skepsis vorhanden ist. Und ja, eben so das Thema, es ist doch einfach oberflächlich und da steckt nicht viel mehr dahinter, als einfach ein bekanntes Gesicht, einen schönen Körper etc. Ja, aber wie du am Anfang ja gesagt hast, es kann noch viel weitergehen, das schauen wir dann nachher an, da bin ich gespannt. Generell, wenn man jetzt so ein bisschen aus Sicht der Unternehmen oder auch aus Sicht von gewissen Experten, Expertinnen, die reden dann so ein bisschen von Influencer-Marketing, kann man sagen, ist recht aktuell oder auch modern. Kannst du mir erklären, was versteht man unter dem Influencer-Marketing? Ja, ich glaube, es geht darum, dass man sagt, man nutzt Personen, Menschen, das ist ganz zentral, die eine größere Bekanntheit haben, eine größere Reichweite haben und die setzt man ein, dass die das eigene Produkt, die eigene Dienstleistung oder der eigene Verband, das eigene Unternehmen möglichst in ein gutes Licht drücken oder positiv, ich sage, dass Bekanntheit oder Coolness von denen positiv abfärben tut auf das Produkt, das ich verkaufen oder auf das Unternehmen, das ich bewerben will. Okay, spannend. Etwas in die Richtung habt ja auch ihr gemacht mit eurem Markenbotschafterprogramm. Ich habe da kurz zum Einstieg einen kleinen Einspieler vorbereitet und wir hören doch mal am besten rein, was ihr da genau gemacht habt. Die wichtigste von allen Erfahrungen für mich war die, dass ohne Teamwork und Planung absolut nichts geht. Und das ist auch heute noch so, wenn ich ein neues Album aufnehme oder wenn ich eine neue Tour plane. Ich habe Sanitärinstallateur gelernt und das war eine meiner besten Entscheidungen. Ja, wir haben jetzt hier den Blick gehört. Der Blick, kann man sagen, ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Mundartmusiker in der Schweiz. Und er selber hat Sanitärinstallateur gelernt. Also ein Beruf, der auch unter eure Branche geht. Und er macht auch den direkten Vergleich zwischen seinem früheren Job und der Musik, also seinem jetzigen Job, kann man sagen. Und er sagt am Schluss, es war einer seiner besten Entscheidungen gewesen. Jetzt, der Ausschnitt oder das Video ist Teil von eurem Markenbotschafterprogramm. Kannst du mir mal grundsätzlich erklären, um was geht es da bei eurem Markenbotschafterprogramm? Wir möchten aufzeigen, wie vielseitig und wie spannend Gemäldetechnikberufe sind. Wir möchten damit natürlich vor allem auch einen Nachwuchs zeigen. Das sind tolle Optionen, die einem da offen stehen. Das sind spannende Möglichkeiten, die die Branche bietet. Zum anderen aber geht es auch darum, dass wir sagen, wir möchten einen Stolz appellieren und sagen, die bestehenden Fachleute, dass die auch in der Branche bleiben, weil es ist ganz zentral, wenn wir die gesellschaftlichen Ziele, Herausforderungen, die wir haben, erreichen, also sprich Energiewende, Klimaschutz etc., dann brauchen wir genügend Gebäudetechnikerinnen und Gebäudetechniker. Kannst du mir ein bisschen sagen, die Entstehung, wie sind ihr zu dem Entschluss gekommen? Oder wann war der Zeitpunkt, wo ihr gesagt habt, hey, wir probieren jetzt mal auf diese Art, wir wollen so ein Projekt starten? Ja, ich muss ein bisschen ausholen. Wir haben
für unseren Jahresbericht haben wir uns gesagt, ja, wir möchten mal nicht mehr einfach inside-out mehr über uns berichten, sondern möchten Stimmen von extern einholen, von Personen, Persönlichkeiten, die mit Swisstec oder mit der Gebäudetechnikbranche eine Verbindung haben. Sei das aus dem Bereich Sport, Politik, Gesellschaft, querbeet. Und dort habe ich Kontakt aufgenommen mit dem Blick. Er ist ja Gebäudetechniker. Er hat lange auf dem Beruf gelernt, als gelernter Sanitärinstallateur. Und wir haben ihn dann können gewinnen für ein Statement im Jahresbericht. Und dort daraus ist nachher so die Idee gekommen und dann gesagt, ja, eigentlich könnte man nicht etwas längerfristig, etwas Nachhaltiges aufbauen zusammen. Und das ist interessant, dass es eigentlich so von beiden Seiten ist, das so unausgesprochen ist, das im Raum gestanden. Und so hat das Ganze angefangen. Das war so ein bisschen die Geburtsstunde gewesen, aber nachher ist es noch sehr lang gegangen, weil wir haben, das Markenbotschafterprogramm ist viel mehr als einfach nur, in Anführungszeichen, nur der Blick. Das heisst, man ist auch nicht von Anfang an hingegangen und hat gesagt, hey, wir müssen jetzt irgendetwas suchen, wo allermeisten Reichweite hat, sondern es ist auch ein bisschen dann durch irgendwie entstanden, dass man ihn dann wirklich so für auch die Videos und alles ins Boot geholt hat. Ich glaube, es ist ganz zentral, dass es, dass es passen tut, dass es glaubwürdig ist. Also der Themenfit, wir brauchen nicht einfach irgendeine Person, die möglichst bekannt ist, sondern wir brauchen eine Person, die in der Branche gearbeitet hat, wo viel mitnimmt, wo glaubwürdig ist, authentisch ist, das über kann bringen. Das ist sehr zentral und das haben wir mit dem Blick, mit seiner Vergangenheit, er stammt aus einer Handwerkerfamilie, er sagt auch eben, er hat sehr viel von seinen Erfahrungen, hat er können fürs Leben mitnehmen. So ist das sicher eine gute Sache. Wenn ich jetzt zurückdenke, als ich auch 13, 14 war oder vielleicht auch ein bisschen älter, auch dort war der Blick schon sehr erfolgreich gewesen. Auch ich habe den Blick aktiv gehört. Wenn ich jetzt aber an die heutige Generation Z denke, der Blick ist doch auch schon über 40, macht schon sehr lange Musik. Ist er dann die richtige Ansprechperson, um auch die Jugendlichen wirklich abholen? Ja, ich glaube, das kommt darauf an, wer man als Hauptzielgruppe definiert, was man will. Bei uns ist klar gewesen, dass wir gesagt haben, von Anfang an, das Markenbotschafterprogramm ist so bereit aufgestellt, aber mit dem Blick adressieren wir in erster Linie Beeinflusser, also sprich ältere Lehrpersonen, das Umfeld der Jugendlichen. Wenn man das jetzt vom Alter her umreissen will, sind das wahrscheinlich so die Altersgruppen, vielleicht 35 bis 55 so umeinander. Also ihr habt euch bewusst entschieden, dass man auch eben Beeinflusser mehr mit ihm möchte ansprechen, eben weil er halt in der Gesellschaft doch breit, sage ich, beliebt ist. Habt ihr euch aber auch überlegt, hey, vielleicht nehmen wir irgendwie noch eine TikTokerin, die einen riesen Aufschwung hat, die sehr bekannt ist bei den Jugendlichen. Habt ihr euch das so ein bisschen gegenübergestellt, oder? Ja, ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, wenn ich es so gerade würde sagen, heutzutage. Man denkt immer vom Kanal her oder vom Format her. Also eben, man sagt, ah, jetzt ist TikTok in, jetzt ist irgendwie, man muss Videos machen oder was auch immer. Ich glaube, der Ansatz müsste anders sein. Man muss überlegen, vom Thema her denken und sagen, was sind Geschichten, die wir im Unternehmen, im Verband haben, was wollen wir portieren. Und nachher erstens sagen, eben, wie tun wir das inszenieren, wie tun wir das distribuieren, auf welchen Kanal. Insofern, nein, es ist nicht darum gegangen, dass wir jetzt einfach gesagt haben, wir suchen jetzt irgendwo einen aufstrebenden TikToker, TikTokerin und wollen mit dieser Person zusammenarbeiten. Es muss der Themenfit, den ich vorher gesagt habe, das ist uns ganz, ganz wichtig gewesen. Und ich nehme an, es sollte auch ein bisschen nachhaltig sein, oder? Dass man seit 3-4 Jahren noch schauen kann und der Blick, denke ich, wird immer noch dahinter stehen, ihr werdet noch dahinter stehen und ja. Absolut. Also das Markenbotschafterprogramm ist langfristig ausgelegt. Wir haben mit dem Blick gestartet. Das hat uns sicher geholfen, am Anfang für Bekanntheit, Reichweite aufzubauen. Die stolze Identifikation, auch innerhalb von der Branche. Aber es ist ganz klar gewesen, wir haben von Anfang an gesagt, wir werden sukzessiv weitere Botschafterinnen und Botschafter aufbauen. Das sind dann eigentlich Personen aus der eigenen Reihe. Und das Zentrale ist, dass sie mit Leidenschaft dabei sind, sich mit Leidenschaft für die Branche, für die Gebäudetechnik interessieren. Es ist etwas Mehrjähriges, ja. Okay, sehr gut. Vielleicht noch schnell, du hast jetzt gerade angesprochen, wir haben auch noch weitere Botschafterinnen und Botschafter genommen.
Wir kommen dann auch noch zu denen. Was jetzt aber auch vielleicht noch spannend wäre, die Videos, die empfehle ich auch jedem, der jetzt da zuhört, die mal zu schauen auf YouTube. Ihr habt wie so zwei Hauptvideos mit ihm gemacht. Beim ersten geht es mehr so um seinen Werdegang, also wie ist er aufgewachsen, er ist in Schwammerding aufgewachsen, das erzählt er auch. Und dass er eigentlich mehr ein bisschen durch einen Zufall dann auf die Lehrstelle gekommen ist. Hätte ursprünglich noch Grafiker werden, sagt er. Und eben, er macht auch immer den Vergleich von der Musik zu seiner damaligen Lehrzeit oder auch zu seinem Job. Und generell nimmt mich natürlich auch ein bisschen Wunder, wie ist das gewesen, mit ihm zusammenzuarbeiten und wie, du hast jetzt auch immer so ein bisschen Leidenschaft angesprochen, wie authentisch ist auch das Ganze gewesen, was er erzählt hat? Ja, das ist absolut ehrlich und echt. Also das hat sich so zugetragen und das ist nicht einfach irgendwie eine schöne Story, die wir rundherum gepackt haben, sondern das hat sich so abgespielt und ich glaube, darum kommt das auch so gut an, weil es ist so, wie er die Zeit dazu mal erlebt hat oder wie er jetzt auch rückblickend auf die Zeit zurückschauen tut. Wir haben im zweiten Video noch, was auch sehr spannend ist, er sagt auch, wie wichtig die Luft ist und grundsätzlich habe ich das Gefühl, möchte er dem Jugendlichen sagen, dass der Job, den er auch gemacht hat oder den andere machen, dass das extrem wichtig ist und es sich halt auch lohnt, so eine Lehre machen mit, ich sage, Arbeit mit Sinn. Hast du denn generell das Gefühl, das ist der Jugendliche auch einfach zu wenig bewusst, wenn ich jetzt eine Spenglerlehre mache zum Beispiel, dass das eine mega sinnvolle Tätigkeit ist? Ja, ist sicher vielleicht noch nicht allen so bekannt, dass Gebäudetechniker, dass wir uns um die wichtigsten Lebensmittel kümmern. Wir haben da gerade auf der Flasche, die wir hier haben, steht Lebensmittel Nummer 1. Ja, wir machen immer intern so ein bisschen den Witz, ja, was ist jetzt das? Ist jetzt das die Luft oder das Wasser? Weil wir kümmern uns um beides, um frische Luft und sauberes Wasser. Aber auch wenn auch Komfort, Behaglichkeit durch eine dichte Gebäudehülle, ein dichtes Dach, funktionierende Heizung etc. Ich glaube, das ist heutzutage sehr wichtig, dass man den Sinn sieht beim Arbeiten. Oftmals, Neudeutsch gehört mir ja vielfach der Purpose, wo im Zentrum steht, dort Purpose, Nachhaltigkeit. Das sind Themen, wo ich glaube, stärker als früher im Vordergrund stehen. Und das wollen wir natürlich auch aufzeigen, was man alles Sinnvolles kann, Sinnstiftendes kann machen und erreichen in unserer Branche. So kann man die Jugendlichen vermutlich auch packen oder und sagen, hey, das wäre doch auch noch ein Job für dich. Ja, ich glaube, und wenn man es gesagt, die Kombination von traditionellem Handwerk und modernster Technologie, das ist sehr spannend und das gibt zahlreiche Chancen. Ja. Eben, du hast angesprochen, das Ganze ist ein Teil von einem längerfristigen Projekt. Das ist nicht irgendwie nur der Blick oder alles ist abhängig vom Blick. Nimmt mich natürlich Wunder, also was ist jetzt nebst dem Blick noch gemacht wurde oder was ist noch geplant? Du hast auch weitere Botschafterinnen und Botschafter angesprochen, aber das sind jetzt solche, die auch mega bekannt sind. Nein, das sind Botschafterinnen und Botschafter aus der eigenen Reihe, aus unserer Branche, die wir genommen haben oder nehmen tun. Das ist ein Kollege da von der Geschäftsstelle, der sich um Digitalisierung kümmern tut. Der Simon Geisshäusler, er hat ein cooles Video haben wir mit ihm zusammen gemacht. Wir haben jetzt dann demnächst auch etwas mit einer Frau, mit einer jungen, engagierten Sanitärinstallateurin. Und so kommen schrittweise weitere Personen dazu. Aber das sind Leute aus der Branche mit einem engen Branchenbezug. Ja, für gesagt, normale Leute wie du und ich und keine Promis. Aber dass sie eigentlich, denke ich, mit Leidenschaft dabei sind, glauben dir, können sie das ähnlich gut wie ein Blick auch überbringen, die ganze Botschaft? Ich glaube, die Leidenschaft für die Arbeit, für die Gebäudetechnik, das ist das verbindende Element. Ich klammere bei dem Markenbotschafterprogramm, unabhängig davon, ob er jetzt bekannter ist oder nicht. Und ich glaube, auch Spitzenleistung und Leidenschaft, das braucht nicht irgendwie eine spezielle Bühne und das Promi sein, sondern das erbringt man auch im Alltag. Wenn es jetzt etwas gibt, wo die Jugendlichen, oder so ein bisschen die Hauptmessage, wenn es etwas gibt, wo die Jugendlichen sollte, durch den Blick oder eben auch durch eure internen Leute, welche Botschaft sollte das sein an Jugendlichen? Ja, bei uns findet man wirklich Jobs mit Zukunft. Du hast es vorher angetönt, die Sinnhaftigkeit. Es sind auch krisenresistente Jobs. Und
ja, man macht etwas, man hilft mit, an der Zukunft der, von der Schweiz zu basteln, oder zu basteln, ja, für gesagt, man gestaltet die mit, macht sinnvolle Sachen, kann sich für erneuerbare Energien einsetzen im Alltag. Klimaschutz habe ich vorher auch erwähnt, natürlich ein wichtiges Thema. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Botschaft, die rüberkommen soll. Da hat es Jobs mit Zukunft, informier dich, schau dir das mal an, könnte durchaus etwas für dich sein. Und krisenresistent, das heisst, ihr könnt auch während der Corona-Krise können arbeiten? Genau, die Baustellen waren eigentlich offen gewesen. Wir konnten auch während der Pandemie Gebäudetechniker arbeiten. Es war natürlich auch nötig gewesen, wenn man denkt, daran, was wäre gewesen, wenn man die Heizung nicht mehr funktioniert hätte. Ja, die hat jemand müssen reparieren, das frische Wasser, das kommt, etc. Also da haben wir Glück gehabt im Vergleich mit anderen Branchen. Wir konnten weiterarbeiten. Jetzt ist natürlich auch immer spannend, um ein bisschen zu sehen, was bringt das Ganze. Hat man schon mal eine Auswertung oder hat man Zahlen? Ihr habt ja im Frühling 2021 gestartet, also dieses Jahr gestartet. Hat man schon ein bisschen gewisse Anhaltspunkte? Hat man schon Feedbacks bekommen von Eltern, von Jugendlichen? Ja, wir haben eine sehr gute Resonanz bekommen. Man war da überrascht gewesen, dass wir so eine Partnerschaft mit dem Blick zustande gebracht haben. Ich würde sagen, dass 98-99% der Reaktionen sind sehr gut bis überwältigend gewesen. Dass bei 3.500 Mitgliedern, dass da immer mal der eine oder andere drunter ist, der etwas anderes sieht oder etwas anderes machen würde, das ist normal und damit will man leben und kann ich auch gut leben. Aber eben der Grossteil auch von den Mitgliedern, denke ich, war auch dankbar gewesen und hat das auch sehr geschätzt, das Engagement. Das hast du jeder auch erwartet, oder? Ein Stück weit, das ist klar. Ja, ich glaube, es ist nicht nur das Blick-Engagement, sondern generell das Markenbotschafterprogramm und die Aktivitäten, die wir, aber jetzt auch nicht nur wir in der Marketing und Kommunikation, die wir generell machen, um das Image von der Branche positiv beeinflussen und junge Leute darauf aufmerksam machen und auf die Jobs, das wird sehr geschätzt, ja. Jetzt, das ist ja das, was ihr als Verband macht. Das ist ja auch ein Stück weit jetzt eure Aufgabe. Wenn ich jetzt aber ein bisschen aus Sicht von einem Lehrbetrieb schaue, der natürlich auch andere Möglichkeiten hat, ist klar, da kann nicht jeder irgendeinen Blick ins Boot holen oder nicht jeder hat ein Budget für ein extrem grosses Projekt. Aber was würdest du jetzt einem Lehrbetrieb, auch sagen einem Mitglied, zum Beispiel von dir empfehlen, was kann er von sich aus machen und auch relativ simpel, sage ich jetzt? Ja, relativ simpel. Ich glaube, was wichtig ist, man muss sich Gedanken machen, eine Strategie haben, irgendwo das, was ich vorher gesagt habe, etwas Langfristiges will machen. Es ist nicht einfach der Schalter, den ich umschalten kann und dann habe ich Erfolg, sondern man braucht ein bisschen Ausdauer, man muss dranbleiben. Aber ich glaube, es geht nicht darum, man muss nicht zwingend grosse Budget haben, sondern kreativ sein, mutig sein. Ich glaube, ganz entscheidend ist auch immer zu schauen, was passt zu mir als Betrieb oder zu uns? Was ist glaubwürdig? Weil ich glaube, mit dem steht es und fällt es. Wenn es nicht authentisch ist, wenn man merkt, das, was wir erzählen, stimmt mit der Realität nicht überein, dann wird es schwierig. Also ich sage immer, das ist ja die Gratwanderung zwischen dem medialen Erleben und dem realen Erleben. Das sollte möglichst kongruent sein, übereinstimmen. Und ich würde dir sagen, dass man sehr wohl kann, einmal zuerst nach innen schauen, mal schauen, was haben wir für tolle Mitarbeitende. Wenn die zufrieden sind, wenn die motiviert sind, vielleicht lassen sich auch die einspannen im positiven Sinn. Und ja, wenn man so natürlich, ich sage, die besten Botschaften sind immer die Mund-zu-Mund-Propaganda machen, wenn das Mikrofon abgestellt ist im privaten Kreis oder so. Das ist entscheidend und dort kann man sicher ansetzen und dann vielleicht beim einen oder anderen auch noch externen einen Zacken zulegen oder etwas drauflegen, wenn man noch eine Idee oder vielleicht ein paar Franken Budget hat. Aber das heisst, es ist auch möglich für einen Betrieb, sage ich jetzt, der 20, 30 Mitarbeiter hat, Mitarbeiter, die mit Leidenschaft dabei sind, dann ist die Voraussetzung schon mal sehr gut. Absolut. Also bei uns sieht man auch, dass
es hat gewisse Betriebe, die haben keine Sorgen mit dem Nachwuchs, weil die engagieren sich, die haben eine super Ausbildungskultur, die kümmern sich in der Lehre um die Jungen, die tun sie fordern und fördern. Und das spricht sich um, die können ihre Lernenden aussuchen. Also auch da wieder eigentlich Menschen, die Menschen hören auch wieder einfach auf die Menschen, oder wie du sagst, Mundpropaganda, man redet miteinander und so entsteht auch etwas Gutes. Absolut, also ich glaube, People and Passion, also Menschen, die Leidenschaft, das steht im Vordergrund und wir alle lieben es natürlich auch, nicht nur Fakten zu hören, sondern spannende Geschichten, glaubwürdige Geschichten von Menschen aus Fleisch und Blut, wo ich glaube, das ist entscheidend. Das haben wir auch gemerkt bei unseren Videos, die wir gemacht haben mit anderen Markenbotschaftern, eben mit den internen. Die sind zum Teil sensationell gut angekommen, einfach weil die sympathisch sind, glaubwürdig und weil man sich da kann identifizieren kann. Also man muss als Unternehmer nicht sagen, wir sind die Grössten, die Besten, wir machen das und das, aber eigentlich die Emotionen, wenn man die überbringt, dann hat man ihnen gewonnen. Absolut, ich glaube, dass die Superlative... Das ist vorbei, das nimmt einem, auch die heutige Jugend, die nimmt das gar nicht mehr ab. Also ich glaube, auch dort geht es nicht darum, es hat auch letztens in der Studie gegeben, die gesagt haben, früher sind irgendwie die grossen Banken sind das Ziel gewesen von den Jugendlichen. Heutzutage ist einfach nur ein bekannter Brand, das heisst noch nicht so, dass es attraktiv ist für die Jungen, dort arbeiten zu gehen. Sie wollen viel mehr, sie wollen Verantwortung können über eine spannende Umwelt haben, einen sicheren Arbeitsplatz, guten Team-Spirit, das ist wichtig und das kann ein KMU unter Umständen genauso gut, beziehungsweise oftmals sogar noch besser als ein Grosskonzern. Und eben am Ende, wie du auch schon gesagt hast, eine sinnvolle Tätigkeit, die die Jugendlichen auch viel zufriedener macht. Auf die Eingangsfrage, die ich gestellt habe, kann man in der Berufsbildung einen Meinungsmacher, eben sogenannte Influencer, erfolgreich für die Rekrutierung des Nachwuchs einsetzen? Kann man sagen, ja, also generell Menschen einsetzen, das hilft, um einen Beruf oder auch eine Branche zu pushen oder ich sage zu vermarkten. Und generell haben wir jetzt ganz klar aus dem Gespräch gemerkt, dass Menschen sich für Menschen interessieren, sie interessieren sich für die emotionale Nähe zu anderen Menschen. Und wie ihr das auch macht, ist es auch wirklich spannend, auch an die Beeinflusserinnen und Beeinflusser zu denken, also an die Eltern, an die Lehrpersonen, weil die sind doch die wichtigste Bezugsperson in dem ganzen Berufswahlprozess. Und ich glaube, was sicher auch spannend ist, was auch ein bisschen hängen bleiben sollte, ist, dass man nicht zwingend jemanden extrem bekannt nehmen oder irgendeinen Promi engagieren, sondern man kann auch wirklich mit dem eigenen Team, mit viel Leidenschaft, mit Menschlichkeit und auch mit Authentizität, wenn man die überbringt, dann schafft man es wirklich auch, die Jugendlichen abzuholen. Und jetzt nimmt es mich aber noch Wunder, wenn jetzt du so jemandem noch etwas möchtest auf den Weg geben, was ist so ein bisschen das Wichtigste aus unserem Gespräch heraus, wo man sollte im Kopf behalten, wenn es etwas gibt, wo du sagst, hey, das könnte man immer wieder sich vorholen. Ja, ich glaube, man muss sich immer überlegen, was ist das Ziel, das ich erreichen will, welche Zielgruppe will ich adressieren, was ist die Botschaft, die ich habe. Und das muss irgendwo durch übergeordnet sein, auf Business-Ziel muss das einzahlen, es muss schlussendlich auf die eigene Marke, auf das eigene Unternehmen einzahlen. Ich glaube, entscheidend ist auch, dass man sieht, es ist ein Strauß von Massnahmen und Aktivitäten. Es ist nicht einfach nur die einzelne Aktivität, die zum Erfolg führen tut. Es braucht Durchhaltewillen. Das Ganze ist eher mit einem Marathon als mit einem 100-Meter-Lauf zu vergleichen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sagt, ja, dass man dann auch Geduld hat, dranbleiben tut und nicht einfach nur auf etwas aufspringen tut, weil es gerade in ist und weil alle davon reden. Ich glaube, das wäre der falsche Ansatz. Also ich sage jetzt, wenn man heute startet, hat man vielleicht auch das Ergebnis, das man will, erst in 2 Jahren als Beispiel. Absolut. Also ich glaube, es ist entscheidend, da am Ball zu bleiben, auch regelmässig aktiv sein, etwas zu machen und eben nicht das Gefühl haben, man kann einmal irgendwo mit jemandem etwas machen und dann ist es getan.
Ja, oftmals muss man sagen, leider ist es nicht so. Es ist nicht einfach so, dass ich sage, ich nehme ein paar Franken in die Hand und dann hast du mein Problem gelöst, sondern da muss man dranbleiben und da braucht es Engagement und durchhalten Willen. Ja, Christian, danke vielmals für die spannenden Inhalte und für das spannende Gespräch. Sehr gern geschehen. Danke, Marc. Und ich danke vielmals fürs Zuhören und hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei von Inside Berufsbildung.